Hallo und herzlich willkommen auf dem Ergotopia YouTube-Kanal. Heute mit einem weihnachtlichen Workout. Das heißt, dieses Bauchworkout ist super geeignet für die ganze Familie. Die Übungen sind sehr einfach gehalten. In nur 5 Minuten sind wir auch schon mit allem durch. Schnapp dir also noch jemanden, roll die Matte aus und los geht's. Übung Nummer 1 ist eine Klappmesser-Variante. Und zwar, wir sind im Sitz. Die Füße sind aufgestellt. Setz die Hände rechts und links ab. Löse die Beine. Zieh dich langsam etwas auseinander und wieder zusammen. Mach dich bereit. Los geht's. 45 Sekunden. Die Übung kann wirklich jeder anpassen, so wie es klappt. Lass die Hände ruhig auf dem Boden. Mach die Bewegung ganz klein. Oder eben, wenn das funktioniert, ganz groß, bis du fast die Matte berührst. Oder auch gerne ohne Hände, streck dabei die Arme nach vorne, versuch mal hier trotzdem die Spannung zu halten. Mach deine Variante, genauso geht's weiter. 15 Sekunden, geben wir hier noch Gas. Sehr gut. Du darfst lösen und mach dich bereit für Übung Nummer 2, Reverse Crunches. Rückenlage, die Beine hoch in die Luft. Heb den Oberkörper an. Aus dem unteren Rücken, Popo ein kleines bisschen hoch. Ein kleiner Hopser reicht hier schon. 45 Sekunden auch hier genauso. Du kannst den Oberkörper natürlich auch ablegen und auch den Kopf. Die Bauchmuskulatur arbeitet hier gut. Vielleicht spürst du es auch im unteren Bauch. Wenn hier ein bisschen mehr Schwung dabei ist, ist das gar kein Problem. Ein kleiner Hopser reicht hier schon vollkommen aus. Sehr gut, 20 Sekunden. Geschafft. Übung Nummer 3. Wir schieben. Bleib in Rückenlage. Streck die Beine, Hände an die Schienbeine und kleine schiebende Bewegung nach oben. Obere Bauchmuskeln sind jetzt dran. 45 Sekunden. Los geht's. Die Herausforderung bei dieser Übung, versuch das wirklich mal aus, ist weit nach oben zu schieben. Also die Fingerspitzen weit nach oben zu den Füßen. Du kannst hier ruhig immer wieder dich ganz auf die Matte ablegen. Das ist gar kein Problem, hier kurz zu entspannen, Kräfte sammeln und zack, wieder weit nach oben Richtung Füße. Halte durch, noch 15 Sekunden. Sehr gut. Übung Nummer 4, vorletzte Übung. Weiter geht's in Rückenlage. Beine senken im Wechsel. Lass dabei den Oberkörper rückablegen und lass dein rechtes und linkes Bein im Wechsel etwas nach unten Richtung Matte senken. 45 Sekunden. Und auch hier gilt natürlich, passe den Bewegungsradius an dein Fitnesslevel an. Eine kleine Bewegung reicht vollkommen aus. Fokus auf die Bauchmuskulatur, auf deine Körpermitte. Versuche mal auf deinen unteren Rücken zu achten, ob dieser die Matte, den Boden berührt. Wenn nein, drücke den unteren Rücken hier kraftvoller nach unten. Hier siehst du eine schwerere Variante, beide Beine gleichzeitig senken. Versuch das mal, 10 Sekunden haben wir noch. Und die letzte Übung. Wir kommen in die Plank. Ganz klassischer Unterarmstütz. Du kannst die Knie auf der Matte lassen, ein Bein strecken, das andere Bein strecken, gerne auch im Wechsel. Oder eben beide Beine strecken. Wir machen hier erstmal die dynamische Variante. Probier das aus. Halte dein Gewicht vorne auf den Unterarm oder eben beide Beine gestreckt und
wir halten. Das ist eine Übung zum Halten, auch zum Durchhalten. Schieb den Boden von dir weg. Wir zappeln hier nicht rum. Wir halten die Körperspannung so gut, wie wir können. Der Popo bleibt dabei tief. Das Gewicht bleibt vorne auf den Armen. Den Boden schieben wir von uns weg. Sehr gut. Halte durch die letzten 10 Sekunden. Und gepackt. Sehr gut. Puh, ein bisschen warm ist mir geworden, muss ich sagen. Und die Bauchmuskeln, die haben auch ganz gut gebrannt. Wie ist es euch ergangen? Lasst uns gerne einen Kommentar da und liked dieses Video. Wenn ihr noch nicht genug habt, hier geht es weiter mit weiteren Workouts mit uns. Ansonsten, ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute bis zum nächsten Mal.